Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Heute geht's nach Norwegen. Mit dabei die üblichen Verbrecher Maximilian Lee, Ben Weigel, Buchmann. Das wird reingeschnitten und Finn Künzel. Ja, wir warten gerade noch auf den Bus da vorne. Das dauert noch. Der Bus hat ein bisschen Verspätung. Auf jeden Fall machen wir uns auf den Weg. Die Fahrt dauert 18 Stunden lang. Und ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir da sind. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Wir sind jetzt bei Burger King. Und wir haben eine kurze Pause eingelegt, also auf jeden Fall, ja, die sind alle dabei hier. Wir sind alle am Start. Und der Wechselkurs ist hier die reinste Katastrophe, müsst ihr euch vorstellen. Das heißt, manche haben richtig reingeschissen, vor allem der hier, der hat richtig reingeschissen bei dem Wechselkurs. Guckt euch an, wie er sich freut. Und der hier, der hat nochmal reingeschissen und der will nicht gezeigt werden, aber da muss ein bisschen hinterhergegangen werden. Meine Persönlichkeitsrechte werden hier und hier haben wir den Lehrer. Den lieben Herr Hahn. Der ist der Lehrer. Also, wir müssen sich ein bisschen drehen, weil die Sonne kommt von wegen da. Der Sonne. Ja. Hier haben wir den Klassenlehrer, der Chef hier. Ich dachte, das wäre so eine Filmkamera, aber das ist ja eine Fotokamera. Die kann beides, ja. Ja. Das ist die, die auch in Kreta war? Ja, richtig. Ich hoffe, Sie haben die Videos geliked. Gerne. Mit Ihrem Lieblingskurs, ne? Ja, also ich habe sie sogar 30 Mal gezeigt. Oh, sehr gut, das freut mich natürlich. Das ist schon mal ein Kaffee. Ja, ja. Wie lange? Wir haben nur noch 2 Minuten, dann müssen wir uns ja am Bus schon wieder treffen. Wie lange fahren wir dann? Wie lange fahren wir dann ungefähr? 3 Stunden. Drei Stunden? Nee, höchstens 2. Eine. Und dann ist ja klar, sind ja schon in Dänemark, ne? Ja, ja. Ja, wir müssen dann noch einchecken auf die Fähre. Ja. Und dann fahren wir rüber, ne? Ja, genau. 4 Stunden. Ihr habt's gehört. Das heißt, wir sehen uns vor Ort. Auf der Fähre. Und ja. So, wir sind jetzt mittlerweile angekommen auf der Fähre. Wir fahren jetzt weiter. Jetzt hat es ungefähr 2 bis 3 Stunden gedauert, bis wir an der Grenze zu Dänemark sind. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Norwegen. Hier seht ihr schon mal die Fähre. Kamera einmal ranzoomen, bitte. Ja, hier seht ihr die mächtige Fähre. Damit fahren wir jetzt auch mehrere Stunden. Und ja, dann geht's weiter. Dann fahren wir wieder mit dem Bus weiter, der da vorne auch ist. Die ganze Klasse und ja, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn wir auf der Fähre sind. Es ist ziemlich kalt, das Wetter hat sich sehr stark verändert, seitdem wir aus Deutschland raus sind und ja, bis gleich. So Leute, wir gehen jetzt auf die Fähre rauf, wir fahren dann weiter, 3 Stunden, wir sind alle komplett müde, aber wir müssen los. Wir sind die Ersten, die anderen sind noch da hinten und ja, wir gehen jetzt rauf, hoffentlich können wir uns irgendwelche Schlafplätze besorgen, weil wir sind echt müde. Und sonst schauen wir einfach mal. Wir waren eben gerade bei Netto. 5 Minuten Zeit hatten wir, ne? Und der Weg hat 10 Minuten angezeigt. Wir sind voll gesprintet. Hin und zurück. Hab von der Exotik geholt. Der ganze Rucksack ist voll. Wir haben noch ein paar andere Flaschen mitgenommen. Aber Leute, dafür lohnt sich. Da vorne klatschen schon die Leute, weil die begeistert sind, dass wir so schnell gelaufen sind. So, wir sind jetzt mittlerweile angekommen und fahren schon. Und ihr müsst euch vorstellen, hier dürfen wir kein Internet benutzen, weil das Schiff zapft sich so eine Art oder hat so ein eigenes Netz und da bezahlt man irgendwie 3 Euro pro Minute oder pro Megabyte und leider sind wir nicht so reich und deswegen schauen wir gerade, versuchen alles zu wechseln mit einer Offline-App. Hier ist der Kurs, der aktuelle Kurs, Fokus, aha, und hier wurden die Gerichte fotografiert. Und jetzt rechnen wir jedes einzelne nach. Und müssen noch übersetzen, nicht vergessen. Ja, übersetzen natürlich auch. Was hier irgendein Pizza-Sticker ist. Aber das ist noch relativ einfach. Dann gibt es hier noch Keling oder Lachs. Ja. Lachs wissen wir auch, aber Keling kommen wir auch noch, schaffen wir auch noch ganz knapp. Kjotkaka. Lapskaus. Ja. Hört sich irgendwie deutsch an. Also die Ideen unter euch, schreibt gerne in die Kommentare, was das alles zu bedeuten hat. Und wir fahren jetzt mal erstmal weiter und schauen, ob wir uns jetzt was zu essen holen. Also wenn die Preise noch überschaubar sind, dann schauen wir mal. Ansonsten melde ich mich. Das ist rausgesprungen. Deswegen, Digga. Aber 3 Dips Benno für 10 Euro. Kannst du mal bitte für mich einmal gucken, wie viel richtig sind? Die täuscht ja, alle. Ja, leider bin ich enttäuscht, Digga, dass wir so wenig bekommen, aber wir schauen mal. Das bekommt man für 10 Euro. So, wir sind jetzt mittlerweile angekommen hier in Norwegen.
Hier sieht man schon den Fluss bzw. den See. Und wir haben gerade gefrühstückt. Wir haben mittlerweile den nächsten Tag auch erreicht. Gestern waren wir so müde, da habe ich nicht mehr gevloggt. Und gleich gehen wir rein hier in den See und machen eine Bootstour. Und das wird aber leider im nächsten Vlog zu sehen sein. Also wartet ab. In 2 Tagen kommt der nächste Vlog. Und dann springen wir hier ins eiskalte Wasser. Wir haben gerade nachgefragt, das Wasser hat so eine Temperatur von ca. 5 Grad. Also wenn wir da lebendig wieder rauskommen, sollte das sehr stabil sein. Aber das Wasser ist ziemlich klar. Also falls ihr das sehen könnt, jetzt bei dem Zoom. Das Wasser ist ziemlich klar. Und gleich lassen wir noch die Drohne steigen. Aber das seht ihr alles im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dann, haut rein, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert. Peace out. Natürlich. Hier, du hast deinen Kopf dran weg. Oder mach einmal so, bam, zur Seite. Ja, aber das war nicht. Ich hab das eben schon gemacht. Ja, warte, warte doch mal, ich kann nicht mehr. Das ist doch lustig. Jetzt ein bisschen viel, denn jetzt ist es ja gut. Das Tier erhebt sich.